Das ist hier der Wunderlauch aus unserem Gemeinschaftsgarten. Ich werde heute Pesto machen. Auf mein schönes Vollbart. Yeah. Da so richtig viel Öl rein. Olivenöl. Keine Ahnung, ob das schmeckt, aber ich würde es einmal ausprobieren. Dann geben wir auch hier die Öloption aus. Jetzt einmal mal anders, würden wir da noch Pfeffer drüber streuen. Ehe. Salz. Ja, Leute, schaut euch das mal an. Es ist viel zu flüssig geworden. Es gibt jetzt nur zwei Optionen. Entweder wir machen eine Suppe daraus oder wir sammeln einfach noch mehr Lauch. Wunderlauch, der Wunderlauch. Ein ganzes Feld voller Wunder. Ja. Und rein damit. Den könnte es immer noch sehr flüssig. Deswegen gehe ich jetzt noch schnell eine Runde einkaufen und packe da noch ein bisschen Parmesan und Pinienkerne mit rein. Eine Planänderung, statt Pinienkerne gibt es jetzt Kichererbsen und Parmesan. Knoblauch. Etwas Chili. Jetzt hat es die richtige Konsistenz auf jeden Fall erreicht. Ich bin zufrieden. Ja, aus dem Rest machen wir jetzt noch ein paar Nudeln. Oh yeah, oh yeah. Nom, nom, nom.